Viele der Gerichte, die meine Oma früher im Dorf gekocht hat, waren vegan bzw. vegetarisch. Und heute möchte ich euch die gefüllten Weinblätter vorstellen. Die in Salzlake eingelegten Weinblätter hole ich ein paar Stunden vorm Kochen raus und wasche das überschüssige Salz raus. Für die Füllung zermixe ich zunächst einmal ein paar Zwiebeln und brate sie in einer Pfanne mit sehr viel Olivenöl an. Dazu kommen dann 1-2 Esslöffel Tomatenmark und Paprikamark. Außerdem gebe ich noch den Saft einer Zitrone hinzu. Und als Hauptteil der Masse Reis, den ich vorher gründlich wasche. Dazu kommen dann noch Salz, Pfeffer, getrocknete Minze und getrockneter Dill. Die Füllung versuche ich so gut es geht zu vermischen und nimm die Pfanne dann vom Herd. Das anstrengendste und mühseligste ist das Füllen der Weinblätter. Da der Reis beim Kochen nochmal mindestens doppelt so dick wird, gebe ich nur ein klein wenig der Füllung in die Weinblätter rein. Die Stiele der Weinblätter verteile ich unten im Topf, in dem ich die Weinblätter kochen werde. Kocht werden die Weinblätter mit einer Mischung aus Olivenöl und gekochtem Wasser für circa eine Stunde oder bis sie durch sind.